Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich dir erklären, was die Cross-Validation ist, was ein Verfahren im Machine Learning, genauer gesagt bei Regressions- oder Klassifikationsproblemen im Supervised Learning ist, womit man eine bessere und verlässlichere Schätzung bekommt, wie gut das Modell denn gerade performt, wenn man noch auf der Suche ist nach passenden Hyperparametern. Das Video ist gesponsert von mir selber. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos. Wenn ihr euch generell im Machine Learning besser auskennen wollt, dazu habe ich am Ende des Videos eine Anmerkung für euch. Ja, zuallererst, weil wir jetzt im Machine Learning sind und genauer gesagt im Supervised Learning, nehme ich jetzt hier einfach mal einen Datensatz. Das ist jetzt einfach beispielhaft der Breast Cancer Datensatz von SKLearn selber, welches ein Klassifikationsproblem ist für man hat einen bösartigen Krebs oder nicht. Als Klassifizierungsverfahren nehme ich den K-Neighbors Classifier, welcher aber auch natürlich völlig austauschbar ist. Denn die Sache ist jetzt, was man am Anfang direkt machen sollte, natürlich, das wisst ihr mit Sicherheit, dass man sein gesamtes Dataset schon mal in ein Trainings- und Test-Dataset aufteilt. So, jetzt wollen wir dann gleich für den K-Neighbors Classifier schauen, was ein passender Hyperparameterwert ist. Und dabei dürft ihr nicht den Fehler machen und die Evaluation von diesen Hyperparametern oder dem Vergleich von verschiedenen Hyperparametern basierend auf dem Testset auszuführen. Das Testset darf nur einmalig ganz am Ende eurer Aufrufskette oder eures Workflows im Machine Learning verwendet werden. Ganz am Ende, einmalig. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja okay, was soll ich jetzt machen, was heißt das? Wir haben ja jetzt unser Trainingsset vorliegen. In dem Beispiel hier hat das Trainingsset jetzt 455 Datenpunkte. Und dieses Trainingsset, das ist jetzt die Idee, teilen wir erneut auf in ein abgewandeltes Trainingsset X-Train-Strich, können wir das nennen, und in ein Dataset, was sich X-Val, also Validation Dataset nennt. Das Validation Dataset ist dann so gesehen das Dataset, wo wir während der Hyperparameterbestimmung abschätzen werden, wie gut das Modell denn gerade ist. Jetzt kann man sich aber auch denken, ja Moment mal, das Dataset hier ist doch nur 455 Datenpunkte groß. Und das nochmal aufteilen in zwei Datasets, ich habe doch super wenig Datenpunkte am Ende, ist das nicht blöd? Kleine Datasets sind in der Tat ein Problem im Machine Learning und deswegen will ich ja jetzt zeigen, was die Cross-Validation ist. Das war jetzt alles ein Vorwort, aber wir müssen ja alle auf dem gleichen Stand sein. Denn bei der Cross-Validation ist es jetzt so, wir teilen dieses ursprüngliche X-Train immer noch auf in einen X-Train-Strich und einen X-Val, aber wir teilen das so auf, dass wir, wenn wir jetzt gleich sagen würden, dafür scrolle ich einmal hier runter, dass wenn wir sagen wollen, wir wollen das in fünf Bestandteile aufteilen, sieht das wie folgt aus. Ich mal da mal eine kleine Skizze zu. Also, eigentlich haben wir unser X-Train. Das ist jetzt dieser Balken hier. Und was bei der Cross-Validation gemacht wird, ist, man gibt, wenn ich jetzt sage, wenn wir 5 Folds haben, also CV ist der Parameter in SKLearn, das ist einfach, wir wollen das in 5 Iterationen aufteilen, dann würden wir sagen, in der ersten Iteration wäre das unser Trainingsset und das unser Validation Set. In der nächsten Iteration wäre zum Beispiel das Orangene das Trainingsset und das Blaue das Validation Set. Das heißt, man würde, wenn wir jetzt 5 Iterationen hätten oder so, würde man 5-mal einen unterschiedlichen Bestandteil nehmen, der dann das Validation Set ist. Das heißt, man hat so gesehen einen bestimmten Teil, den man immer weiter durchschiebt und immer ein Fünftel, jetzt in dem Fall, immer ein Fünftel wäre das Validation Set und die verbleibenden 4 Fünftel, die wären das modifizierte Trainingsset X-Train-Strich. Und was bringt einem das jetzt? Naja, die Sache ist jetzt, wir haben dann gleich 5-mal eine Performance, in dem Fall jetzt hier, weil wir halt bei der Klassifikation sind, hätten wir 5-mal einen Genauigkeitswert. Und darüber könnten wir dann den Mittelwert bilden und gucken, wie gut das Modell denn ist über diesen Mittelwert. Denn so haben wir jetzt erstmal ein bisschen das Problem gelöst, dass wir ein noch kleineres Dataset gehabt hätten, weil jetzt haben wir so gesehen jeden Datenpunkt einmal verwendet aus dem Trainingsset zum Validieren. Und somit können wir jetzt eine verlässlichere Schätzung bekommen. Das heißt, das Resultat von der Cross-Val-Score-Funktion, die dann diese Cross-Validation ausführen würde, wäre, wenn wir jetzt sagen wollen, CV gleich 5, also wir wollen das in 5 Bestandteile aufteilen, hätten wir 5-mal eine Genauigkeit. Und wie wir jetzt hier sehen würden ist, und das ist der nächste Punkt,
Beim ersten Mal hatten wir 94%, dann 87%, 97%, 90% und 90%. Und wir sehen hier schon relativ große Abweichungen, je nachdem, welches Fünftel gerade das Validation Set war. Deswegen hätten wir jetzt einfach nur ganz stumpf gesagt, okay, ich teile mir das jetzt einfach auf in X-Train-Strich und Validation und hätte das jetzt nicht mit dieser Cross-Validation gemacht, dann hätten wir möglicherweise diesen Split gehabt und hätten gesagt, boah, krass, unser Modell ist richtig gut. Oder wir hätten diesen Split gehabt und gesagt, unser Modell ist gar nicht so gut. Aber die beiden sind ja jetzt relativ extreme Werte gewesen und eine verlässlichere Schätzung wäre jetzt halt der Mittelwert, der jetzt hier zum Beispiel 92% betragen würde. Dann hätte ich mir das hier auch noch einmal eingezeichnet, wo man jetzt ein bisschen dran abschätzen kann, wie stark diese Ausreißer, nenne ich das mal, wären. Und das Gleiche könnte man jetzt machen, indem man das für verschiedene Hyperparameter einmal ausprobiert. Und bei manchen Hyperparameter-Ausprägungen ist das jetzt sensitiver dafür, dass die Ausschläge in der Validation-Performance noch krasser sind. Aber am Ende des Tages können wir so über diesen Mittelwert eine viel bessere Abschätzung bekommen, wie gut denn dieser jeweilige Hyperparameter funktioniert. Und dann würden wir uns jetzt entscheiden, jetzt hätte ich hier in dem Beispiel drei verschiedene Hyperparameter ausgetestet und hätte gesehen, dass, gucken wir kurz, ja, sogar n Neighbors gleich 3, also das erste Beispiel hier, den größten Mittelwert hatte, also den besten Score gemittelt hatte. Und dann könnten wir sagen, hey, okay, diesen Hyperparameterwert wollen wir nehmen. Und dann können wir nochmal ein neues Modell trainieren und erstmalig auf dem Testdatensatz auswerten. Weil das ja die finale Auswertung dann ist. Das wäre jetzt die Idee von der Cross-Validation und der Workflow. Jetzt zu dem Punkt, wenn ihr euch im Machine Learning besser auskennen wollt, weil das ja eines der zukunftstreibenden Technologien sein wird, das ganze Thema mit der, ja, mit dem hochtrabenden Begriff der künstlichen Intelligenz, da habe ich ein Angebot für euch, nämlich schaut mal in den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort habe ich euch meinen Udemy-Kurs verlinkt, wo ich euch in zahlreichen Beispielen die Teilgebiete vom Machine Learning näher bringen will, damit ihr einen Fuß fassen könnt in dieser großen Thematik. Ja, da kann man ja auch später promovieren in dem Themengebiet und ich will euch da einen sehr, sehr guten Einstieg geben, wo wir auch die meisten Algorithmen selber implementieren werden, was in so gut wie keinem Tutorial im Internet gemacht wird. Da will ich natürlich ein bisschen aus der Masse herausstechen. Schaut in den ersten Link der Videobeschreibung, dort habe ich den Kurs für euch im Rabatt einmal hinterlegt und ansonsten lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, haut rein, ciao.